Einen wunderschönen. Wir sind gestern gut angekommen in Panama City, beziehungsweise mehr oder weniger gut. Wir haben den Nachtbus von Bocas del Toro hier nach Panama City genommen. Der fährt so ungefähr 10 Stunden, beziehungsweise soll 10 Stunden fahren. Und wir haben gedacht, wir können da ganz gut einen Nachtbus nehmen und im Bus schlafen, wie man sich das vorstellt unter einem Nachtbus. Aber nein, um 6.30 Uhr sind wir abends losgefahren. Der Bus hat eine Stunde später die erste Pause gemacht und dann im 2-Stunden-Rhythmus. Immer eine Pause, eine 30-minütige, wo wir jedes Mal aus dem Bus aussteigen mussten. Dann war es so 12 Uhr, wir haben gerade geschlafen und plötzlich hielt der Bus wieder an. Die Grenzpolizei kam rein, Drogenkontrolle und Passkontrolle. Auf jeden Fall ging es dann weiter, wir haben dann so ein bisschen geschlafen und dann kam ja wieder die nächste Pause und zack hieß es, wir sind schon da. Es war 4.30 Uhr. Planmäßig sollte der Bus um 6.30 Uhr ankommen in Panama City. Das war auch ein Grund, warum wir den Bus gebucht haben, weil wir gedacht haben, okay, wenn wir um 6.30 Uhr ankommen, dann kann man den Tag ganz gut schon starten, nachdem man im Bus geschlafen hat. Nein, es war alles nicht so, aber wir waren um 4.30 Uhr da, dann die ganze Zeit warten in den Busterminal, denn wir konnten auch erst um 15 Uhr hier im Airbnb einchecken, in unserem Apartment. Naja, dann haben wir irgendwie die Zeit rumgeschlagen und haben uns eine längere Zeit in ein McDonald's gesetzt. Und während wir die ganze Zeit bei McDonald's gewartet haben, hatten wir auch keine Möglichkeit zur Toilette zu gehen, weil in ganz Panama City das Wasser abgestellt wurde, was sich natürlich gut angeboten hat, weil wir um 4.30 Uhr angekommen sind und bis 15 Uhr keine Möglichkeit hatten, zur Toilette zu gehen. Ja, dann wollten wir zu unserer Unterkunft gehen und hatten die Adresse bei Maps.me eingegeben, aber leider hat uns die Adresse zu einer anderen Unterkunft geführt und wir waren sehr weit von unserer eigentlichen entfernt. Letztendlich haben uns ganz, ganz liebe Menschen geholfen und haben uns zu sich sogar hoch ins Apartment geholt, um zum WLAN zu kommen, damit wir uns ein neues Uber rufen können, was uns dann zu unserer richtigen Unterkunft letztendlich geführt hat. Und hier sind wir auch, wir sind total glücklich, weil wir waren ja eigentlich voll traurig, Bocas del Toro zu verlassen, weil es uns da so gut gefallen hat und die Hosts so toll waren. Und jetzt sind wir hier und der erste Eindruck ist auf jeden Fall schon mal richtig, richtig gut. Das ist das Wohnzimmer. Ziemlich modern. Voll schön eingerichtet. Uns fällt es hier richtig gut drin. Und das ist auch die Unterkunft liegt im Herzen von Panama City. Wir sind direkt in der Stadt. Wir haben auch einen Pool hier. Und wieder zwei kleine Hunde. Das ist die Küche. Das Wohnzimmer von hier. Das ist unser kleines Zimmer. Klein, aber fein, mit allem, was man braucht. Unser Badezimmer. Auch mit allem, was man braucht. Ja, und uns gefällt es hier richtig, richtig gut. Und die Hosts, die haben wir gestern schon kennengelernt. Das sind auch ganz, ganz liebe Menschen. Und die haben uns schon mit ganz vielen Tipps für Panama City versorgt. Und was hier abgeht, das erkunden wir jetzt. Ich freue mich gerade riesig, weil das wollte ich schon mein Leben lang machen. Ich wollte immer mal zum Panama-Kanal. Obwohl es im Endeffekt eigentlich nur eine Schleuse ist,
Aber halt riesengroß. Jetzt sitzen wir gerade wieder im Bus und es geht weiter, die City erkunden. Einen Sightseeing-Bus zu nehmen, weil das Wetter nicht ganz so gut war, und haben uns direkt ein Ticket für 48 Stunden geholt, und das nutzen wir heute weiter aus.